muss doch nicht was aus dem Weg. Ich habe einen Termin. Ich auch. Unverschämtheit. Ich habe einen Termin um 16 Uhr. Das kann gar nicht sein. Ich habe einen Termin um 16 Uhr. Unsinn. Ha. Aber, die Damen, auf welchen Namen haben Sie den Termin denn gemacht? Sack. Ich muss schon bitten. Mein Name ist Sack. Gräfin von Vollenhoder. Frau Sack und Gräfin Vollenhoder. Von Vollenhoder, bitte. Frau Gräfin von Vollenhoder, dann? Fräulein, bitte. Fräulein Gräfin von Vollenhoder, dann? Ich bin Ärztin. Fräulein Doktor Gräfin von Vollenhoder, stimmt's? Was wird das heute noch mal etwas? Junior. Von Vollenhoder Junior. Fräulein Doktor Gräfin von Vollenhoder Junior, korrekt na, jetzt? Na also, warum könnte gleich so? Ich jetzt bitte meine Haare gemacht bekommen? Es ist nämlich so, ich bin hier allein im Salon, denn die Kolleginnen sind über Nacht alle schwanger geworden. Was, gab's etwa groben Sex mit dem Chef? Nein, das wäre unmöglich, der Chef ist selbstverständlich schwul. Oh! Ja, deswegen übernehme ich das jetzt mal mit dem Frisieren. Mein Name ist übrigens Babette, wenn die Damen mir bitte mal folgen möchten. So, bitteschön, danke. Können Sie überhaupt frisieren? Selbstverständlich, Frau von Sack. Sack reicht's. Ich habe eine 4-jährige Ausbildung am Schamhaar Trainingscenter in Melbourne. Ich glaube, ich mach mir doch einen neuen Termin. Aber nicht doch von einem Doktor, Baronin. Gräfin. Gräfin von Sack. Hallo? Ich bin Sack. Sorry. Von wo denn? Von Vollenhoder Junior, verdammt nochmal. Sorry. Bin ich nicht ein bisschen zu hoch jetzt? Passt schon. Und wie darf ich Sie denn jetzt frisieren, werte Gräfin? Irgendwie bin ich mit meiner Frisur nicht mehr zufrieden. Ja, das kann ich mir vorstellen. Darf ich denn mal was vorschlagen? Aber bitte nichts zu Ausgefallenes. Niemals. Wann bin ich denn endlich dran? Moment bitte, Fräulein Sack. Frau Sack, bitte. Schwupps, wenn Sie mal schauen möchten. Ein bisschen lockig vielleicht? Locke, Koppin, Poppe, Koppe, Nas, wie ein Trompet, ei, wie ist das schön. Ich darf doch bitten. Werde ich heute auch noch mal bedient? Oh, Verzeihung. Na, da wollen wir mal bei Ihnen gucken. Aha, Problemhaar, alles wie klar. Wie bitte? Was für ein Problemhaar? Ei, die Fussele hier auf Ihrem Kopf, aber keine Angst, das kriegen wir schon hin. Keine Angst? Um Gottes Willen, was haben Sie denn mit mir vor? So, fertig. Geil, gell? Ach, du Scheiße. Was dann? Och, ich weiß nicht. Na gut. Sie, Fräulein Babette. Fürstin. Baronin. Ach Quatsch, Gräfin. Bitte. Das würde mir gefallen. Oh, keine Löckchen. Nee, machen Sie mir das, was Dieter hat. Das ist gut. Keine Angst, ich kann alles. Also das da geht gar nicht. Ich find's gut. Das ist unmöglich. Ich möchte sofort eine neue Frisur oder ich bin das letzte Mal in diesem Laden gewesen. Ja, schon gut. Das haben wir klar. So, alles abgerollt und errötet. Besser? Bisschen strack. Oh, ist doch schön lang. Och, ich weiß nicht. Länger ist besser. Könnte man auch einen schönen Pferdeschwanz draus machen. Den habe ich schon, aber woanders. Sie, Fräulein Babette. Königin. Fräulein Doktor reicht. So ganz gefällt mir das jetzt die Frisur auch nicht. Ach. Könnte man es nicht ein bisschen peppischer machen? Noch peppischer? Na gut. Die Farbe. Och, ich mag die Farbe. Ich will die Farbe auch. Ich hab's mir fast gedacht. Aha, die Farbe ist aber wirklich geil. Gottes Willen. Die Farbe ist ja in Ordnung, aber der Schnitt,
Nein, nein, nein und nochmals nein. Der Schnitt ist doch super. Also mir gefällt das. Ich hab's befürchtet. Und zack. Ah. Ein fantastischer Schnitt. Wirklich klasse. Aber die Farbe... Nein, 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 nein. Dann eher sowas. Ah! Ist das Alge? Nein, Seetang. Ich bin ja sowas von überhaupt nicht zufrieden mit meiner Frisur. Ich irgendwie auch nicht. Um Gottes Willen, wie fürchterlich. Ah, was ist das für ein Monster? Was ist denn mit denen? Spiegel los, ich muss die mal wieder sauber machen. Bob? Wie bitte? Ich heiße Anne. Anne Sack? Ja, und? Ah! Was war am Sack? Nix. Kurz und bunt. Ich war jetzt das gemeint. Ja! Oh Gott, ich sehe aus wie meine Mutter. Ich sehe aus wie eine Transe. Na und? Wir auch. Allmächt. Also so geht es jetzt nicht. Ich will jetzt endlich eine Frisur, die mich voll und ganz zufriedenstellt. Totale Befriedigung? Ich auch. Schluss jetzt mit den Experimenten. Ich möchte eine Frisur, die absolut zu mir passt. Bitte schön, an mir soll's nicht liegen. Da werde ich mal meine Geheimwaffe auspacken. Geheimwaffe 1. Und Geheimwaffe 2. Na, wie gefällt Ihnen dann das? Ach du Kacke. Das ist ja fantastisch. Ist es? Sie sind eine Künstlerin, eine Meisterin. Naja, mehr tut, was man kann, gell? Herrschaftszeit. Um Himmels Willen, um Göttinnens Willen, das ist unglaublich schön. Ach so. So phänomenal habe ich noch nie ausgesehen. Danke, danke, danke. War mir Vergnügen. Ich möchte sofort bezahlen. Ich möchte sofort nach Hause zu meinem Verlobten. Das muss ich ihm zeigen. Ich auch. Oh, der wird schreien vor Begeisterung. Meine Damen und Herren, das war Babsner TV, wie immer informativ, investigativ und natürlich weltoffen. Die heutige Folge wurde Ihnen präsentiert vom Hause Forever Blonde. Alles, was Sie je an Perücken brauchen werden. Und natürlich nicht nur in Blond. Sowie vom Friseursalon Hagenau. Dem Coiffeur Ihres Vertrauens. In Gummersbach. Wir sehen uns.